Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und ich freue mich heute, einen großartigen Moderator zu Gast zu haben. Sein Buch ist draußen, ein ernstes Buch. Es heißt Alles gut, das meiste schon, meine Eltern, diese gemeine Krankheit und ich, erschienen im Kiepenheuer und Witsch Verlag. Und ich freue mich, dass er da ist. Markus Schreil, wie geht's dir und wo bist du? Das ist die schöne Frage. Wie geht's dir? Du hast nicht gesagt, hey Marco, na, alles gut. Dann hätte ich nämlich gesagt, das meiste schon. Ja. Es geht mir gut. Wir nehmen am Vormittag auf. Das heißt, ich hatte schon 2 Kaffee. Ich hatte einen Schluck Wasser. Ich habe noch nicht gefrühstückt, weil ich das gern bis auf Nachmittag verschiebe. So dieses, wie nennt man das, intermittierendes Fasten mache ich ab und an mal, was super ist. Und ich bin zu Hause. Und sitze, wie man sieht, vor einer weißen Schiebetür, weil damit irgendwie man mich am besten sehen kann. Ich freue mich einfach, dass du da bist. Ich muss dir sagen, du bist wirklich einer meiner Lieblingsmoderatoren im deutschen Fernsehen. Und über die großen Momente deiner Karriere reden wir später erstmal über das, was wichtig ist, nämlich dein Buch. Und ich glaube, es war sowohl schmerzlich als auch befreiend, das zu schreiben. Oder irre ich mich? Ja, es war wirklich beides. Also es war schmerzlich, was vorher passierte. Und es war schmerzlich, alles zusammenzutragen, um es in diesem Buch niederzuschreiben. Es aufzuschreiben war auch schmerzlich. Es jetzt manchmal vorzulesen, das ist mein Leseexemplar, was ich dir da jetzt gerade zeige. Das hat hier oben die ganzen Zettel drin. Wenn man so auf Lesetour geht, dann weiß man, an welcher Stelle man wie was vorliest. Das ist schmerzlich, habe ich total unterschätzt, dass wenn man eine ernsthafte Geschichte vorliest, dass es dann doch echt nochmal ins Herz geht und manchmal so die Stimme wegbleibt und ich auch mal Hochwasser habe und manchmal tropft da auch was raus aus dem Auge. Aber es war gut, so wie du das sagst, es war gut, es aufzuschreiben. Es hatte so eine Tagebuchform. Also wenn du ein Tagebuch schreibst oder wenn du dem lieben Gott abends was sagst und sagst, ach lieber Gott, vielen Dank, dass es heute so geklappt hat und lass doch morgen alles auch genauso schön klappen, dann wird dein Herz leichter. Und das ist mir passiert. Es gibt eine Phase vor der Schreibphase und dem Buch und eine Phase danach. Und in der fühle ich mich gerade sehr wohl. Und jetzt sind natürlich alle neugierig, was ist denn da passiert in deinem Leben? Weil wir kennen dich natürlich wie viele Menschen, die vor der Kamera stehen. Da ist das Licht an, ist das Lächeln da. Aber das ist ja die Maske. Aber du musstest ja trotzdem, während das alles passiert ist, regelmäßig arbeiten. Deswegen, was ist passiert, Marco? Meine Mutter ist schwer krank geworden. Und über diese Erkrankung meiner Mutter, die heißt Chorea Huntington, es ist eine erblich bedingte Krankheit, wo das Hirn kaputt geht, wo Menschen nicht mehr richtig laufen können, ihre kognitiven Fähigkeiten verlieren, ihre Emotionen verlieren, schlicht und ergreifend andere Menschen werden. Und das kann man vergleichen mit einer Demenzerkrankung. Ne? Menschen verändern sich mit dem Unterschied, dass wenn du Chorea Huntington hast, du weißt, dir kann niemand helfen und diese Krankheit führt zwangsläufig zum Tod. Innerhalb von 10 bis 15 Jahren wirst du versterben daran. Diese Erkrankung an meiner Mutter festzustellen war ganz schlimm. Zu wissen, ihr dabei nicht helfen zu können, war ganz schlimm. Und natürlich hatte diese Erkrankung Einfluss auf mein Leben und auf das Leben meines Vaters. Unsere schöne Familie ist kaputt gegangen. Und das habe ich aufgeschrieben in diesem Buch. Und es ist mir total wichtig, auch mal abseits der Chorea-Huntington-Erkrankung zu erzählen, dass eben nicht immer alles gut ist, sondern eigentlich immer nur das meiste schon, was aber gar nicht schlimm ist. Ich möchte alle Leserinnen und Leser an die Hand nehmen und ihnen sagen, ja, das Leben ist kein Ponyhof, das Leben ist keine Dampferfahrt, das Leben ist das Leben. Und zum Leben gehören die schönen und die traurigen Sachen dazu. Und wir haben nur dieses eine Leben. Und wenn wir uns das so schön wie möglich machen, obwohl diese Einschläge von überall her kommen. Ich sage immer, wenn ich mein Frühstücksbrot, was ich mir geschmiert habe morgens, wenn ich das so schön duftend auf dem Küchentresen liegen lasse und vergesse, dann ist nicht alles gut. Ich möchte gern die Leserinnen und Leser an die Hand nehmen und ihnen sagen, auch wenn der Himmel manchmal grau ist, dahinter ist die Sonne. Und ich hoffe, wenn sie das lesen, dann spüren sie die Sonne und können lächeln und das Leben genießen. Darum ging es mir. Wenn man sich einige Reviews anguckt, hast du das sehr, sehr geschafft. Ich habe viel Liebe gelesen von den Menschen, die dein Buch
eben gelesen habe. Das kann ich euch auch nur empfehlen, weil so eine Bücher sind immer sehr, sehr besonders. Jetzt hast du gesagt, es ist eine erblich bedingte Krankheit. Machst du dir Sorgen um deine Zukunft? Da gibt es solche und solche Tage, Nico. Es gibt Tage, da ist meine Seele ganz schwer und dann denke ich mir, wie gehst du jetzt damit um? Was hat Mutter dir, ohne dass sie es wollte, meine Mutter wollte mir nie was Böses, was hat Mutter dir da einfach so genetisch mitgegeben? Willst du das checken lassen oder nicht? Und um es zu sagen, ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, ob ich diese Fehlstellung in einem Chromosom, um es ganz einfach zu sagen, ob ich die geerbt habe oder ob ich die nicht geerbt habe, sprich, ob die Erkrankung bei mir irgendwann zwangsläufig ausbrechen wird oder nicht. Und dann gibt es Tage, wo ich mir denke, was für ein Glück. Was für ein Glück zu wissen, dieses Ticket könnte endlich sein. Und jetzt fahr dieses Ticket mit so viel Freude, dass du weißt, wenn es zu Ende ist, dann hast du alles gemacht, was du machen wolltest. Und zwischen diesen beiden Extremen schwebe ich so hin und her, zu wissen, dass meine Mutter diese Erkrankung hat, zu wissen, dass sie sie an mich übergeben könnte, gesehen zu haben, wie meine Mutter wirklich gelitten hat und zum Schluss wirklich kein Leben mehr hatte. Also meine Mutter ist wirklich ganz gemein kaputt gegangen, das muss man wirklich sagen. Das motiviert mich, das Leben so zu nehmen, wie das Leben ist. Und dafür kann ich heute um 5.30 Uhr aufstehen und um 6 Uhr auf dem Laufband stehen oder auf irgendeiner Yogamatte, habe ich bis jetzt nur 2-3 Mal probiert, oder mich mit meinem Sportpartner verabreden und Gewichte durch die Gegend werfen und sagen, hey, komm, lass uns den Tag einfach 2 Stunden früher beginnen, wenn wir es sonst nicht unterbringen am Tag. Wenn ich bei Freundinnen und Freunden sitze, ich habe am Sonntag eine schöne Radiosendung, die Sonntagsshow mit Marco Schreil auf WDR 2, die beginnt um 9 Uhr, was bedeutet, um 6.45 Uhr muss ich aufstehen. Ganz häufig in den letzten Jahren bin ich dann so um Mitternacht von irgendwelchen Partys abgehauen und habe gedacht, so, du musst schlafen, morgen früh musst du ausgeruht sein. Inzwischen denke ich mir, komm, egal, mit 4 Stunden Schlaf geht's genauso gut. Du kannst danach schlafen, genießt den Abend, genießt das Leben, und das wünsche ich jeder und jedem, die uns gerade zuguckt. Ich möchte mit dir in deine Vergangenheit springen. Das erste Mal, dass du mir wirklich so im Gesicht gestanden hast, war natürlich bei Deutschland sucht den Superstar 2005 bis 2012. Für mich mit Abstand der beste Moderator warst du da vor Ort. Es gab niemand anders, der diese Qualität gebracht hat. Könnt ihr auch anderer Meinung sein, Daniel Hartwig, Olli Geissen, immer gerne, aber eine Markenschreie-Qualität hat niemand geschafft, auch das Format so zu prägen. Und ich frage mich seit damals, und ich freue mich, dass ich dir die Frage heute sagen darf. Der große Moment war immer, Deutschland hat gewählt. So schnell, wie ich es gerade am Stück gesagt habe, hast du es niemals gesagt. Dieser Satz ist teilweise über 1,5 Minuten gezogen worden. Und ich frage mich, hattest du die Regie im Ohr, die gesagt hat, 25, 24, 23? Oder wie sind diese Abstände entstanden, Marco? Ah, das ist das große Mysterium um diese Verkündung. Erstmal muss ich sagen, finde ich es total schön, dass du sagst, dass du Deutschland sucht den Superstar mit mir gern gesehen hast und dass du schöne Erinnerungen daran hast. Das freut mich echt sehr, weil es einfach eine ganz tolle Fernsehzeit war, die wir da zusammen erlebt haben. Ich durfte sie im Fernseher erleben, du vor dem Fernseher. Und um dir diese Frage zu beantworten, natürlich war es unsere Aufgabe, diese Verkündung adäquat so spannend zu machen, wie der Wettbewerb doch spannend war. Wie schlimm wäre das, wenn ich vor dem Fußballspiel schon wüsste, wie es ausgeht? Dann würde ich mir das Fußballspiel ja nicht mehr angucken. Und klar, auch das ist jetzt, das ist kein Geheimnis, aber natürlich habe ich so einen Knopf im Ohr und natürlich ist es ein Gemeinschaftsjob. Und es gab ein Regisseur, der ganz viel Show-Erfahrung hatte und hat. Es gab einen wunderbaren Producer, der ganz viel Erfahrung hatte und der diese Show miterlebt hat. Und es gab irgendwann diese Stelle, wo mir gesagt wurde, wann immer du willst. Das war ein Satz, wann immer du willst. Und Nico, es ist ja kein Geheimnis, an so einer Stelle wird das Produkt ja erfolgreich oder nicht erfolgreich. Und logisch, jede halbe Minute, wo die Spannung steigen kann, wird die Show erfolgreicher. Wir werden ja an Zuschauerzahlen gemessen. Und natürlich wollte ich das. Ich wollte, dass
ich das Produkt auch erfolgreich mache. Und mit diesem Moment konnte ich es erfolgreich machen. Und wenn ich in die Augen gesehen habe im Studio, habe ich natürlich manchmal gedacht, okay, ich sag's euch sofort, aber genießt diesen Spannungsmoment, ja. Und ja, es war eine Gemeinschaftsproduktion, muss man sagen. Und ich war der Überbringer. Und ich habe das sehr gern, sehr spannend gemacht. Und ich hoffe, dass niemand in dieser Zeit irgendwelche Tische zertrümmert hat oder Stühle durch die Gegend geworfen hat, sondern dass alle diese Spannung irgendwie genießen konnten und dass keiner menschlich zu Schaden gekommen ist dabei. Parallel ging es dann auch 2007 bis 2011 Supertalent. Und da habe ich damals schon gedacht, ach RTL, warum macht ihr es nicht so? Ein Jahr DSDS, ein Jahr Supertalent, dass die Menschen, die gewonnen haben, sich auch hätten entfalten können. Stattdessen hat es zur Folge, dass du leider auch fast durchgängig zu sehen warst. Und die Shows sind so nah beieinander. Und es gab ja für dich aus meiner Sicht wenig Modifikationsmöglichkeiten deines Moderationstalents. Ich meine, auf der anderen Seite, Moderatoren müssen auch Geld verdienen. Es war sicherlich eine sehr lukrative Zeit, fast durchgängig samstagabends auf RTL rumzuhängen, oder? Natürlich, also für umsonst habe ich es nicht gemacht. Und gleichzeitig hat mir aber auch niemand am Sonntag einfach so Geldscheine in die Hosentasche gesteckt, im Sinne von, hier, da hast du mal was. Also es hat ja immer was mit Leistung und Gegenleistung und Arbeit zu tun. Und dass wir in den Medien überdurchschnittlich und sehr gut bezahlt werden. Das ist ja kein Geheimnis. Und ich wünschte mir, dass das Verhältnis in unserer Gesellschaft manchmal viel, viel ausgeglichener wäre, ob wir jetzt über Moderationen sprechen oder ob wir darüber sprechen, was Menschen im Gesundheitswesen verdienen, was Menschen verdienen, die Nachtschichten in einer Straßenbahn oder einer U-Bahn machen. Das finde ich, da sollten wir viel häufiger, klarer drüber nachdenken. Aber ja, es war eine tolle Zeit, Nico. Es war wirklich eine tolle Zeit zu wissen, der Samstagabend gehört ein Stückchen mir. Ne? Setz dich ins Auto, fährst zum Studio und machst eine schöne Show. Das war eine sehr tolle Zeit. Manchmal, hast du recht, hatte ich selbst auch das Gefühl, hoppala, wo sind wir jetzt eigentlich gerade? An welcher Stelle, in welcher Show, in welcher Staffel? Was haben wir alles schon mal erzählt und was haben wir noch nicht erzählt? Und dein Vorschlag, man hätte es auch gut abwechseln können, hätte mir damals gut gefallen, weil dann hätte ich häufiger auch mit Freunden einfach an der Ostsee weiter Urlaub machen können und hätte nicht nach Hause fahren müssen zum Arbeiten. Jammern auf hohem Niveau. Und gleichzeitig hätte man wahrscheinlich auch die Spannung in der Show noch länger tragen können. Ne? Also man muss ja einfach mal sagen, Deutschland sucht den Superstar gibt es jetzt über 2 Jahrzehnte. Das Supertalent gibt es auch noch in anderer Form. Es ist nicht mehr dieses Riesen-Bam, ne? Aber trotzdem ist es immer noch eine Show. Und das müssen Fernsehprodukte erstmal schaffen, so lange zu überleben. 2020 gab es eine Talkshow, die deinen Namen trug. Die Show gab es nicht so lange. Ich habe gedacht, auf der einen Seite super, dass du es moderierst. Andererseits habe ich gedacht, Moment, Talkshows? In welchem Jahrzehnt sind wir gelandet? Was hat dich dazu geführt, dieses Risiko, würde ich fast sagen, dieses Projekt anzugehen? Das ist schön, dass du sagst Risiko, weil nachmittags um 16 Uhr zu moderieren ist wirklich ein Risiko. Wenn man vor allem im kommerziellen Fernsehen arbeitet, also wenn es darum geht, ja, dass man Zuschauerinnen und Zuschauer braucht, um bestehen zu können. Und das Risiko war uns allen bewusst. Und gemacht habe ich es, weil ich in dieser Zeit, schon während ich auch Deutschland sucht den Superstar und das Supertalent moderierte, ja im Radio gearbeitet habe. Und meine große Freude im Radio immer das Gespräch war. Das, was du gerade machst, mache ich ja inzwischen auch seit über 20 Jahren im Radio auf der anderen Seite. Und Gespräche zu führen, hat mich immer begeistert. Und wenn ich mir irgendwann irgendwas wünschen darf, dann ist es dieser spannende Freitagabend. Dann ist es dieses Sofa, wo man eine Dreiviertelstunde reden kann. Gespräche nicht abzuwürgen, sondern Gespräche weiterzuführen, wenn sie gerade spannend werden. Das ist toll. Und diese Chance habe ich damals dort gesehen. Und ja, da blitzte auch was auf. Also wir hatten ganz tolle Sendungen, aber natürlich war es ein Talk im Privatfernsehen. Mit dem besonderen Momentum, dass wir im Januar 2020 auf Sendung gingen. Und als wir uns gerade so eingeruckelt hatten, kam dieses blöde große Corona um die Ecke gerannt. Und plötzlich, also eine Talkshow hat Gäste, hat Studiogäste auch,
plötzlich war alles ganz anders. Und wir haben unser Studio leergeräumt und wir haben unseren Stuhlkreis größer gemacht. Und wir haben über dieses neue Virus gesprochen. Und plötzlich war ich nicht in der Talk, sondern in der Erklärsituation. Fand ich total spannend, als Erster zu erfahren von Expertinnen und Experten, was kommt da auf uns zu? Wo kommt das her? Wie müssen wir uns verhalten? Und ich glaube, in dieser Zeit haben bestimmt ein paar Leute gesehen, ach, der Typ, der kann sich ganz gut mit bestimmten Sachen beschäftigen. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Aber sie gingen dann leider nach 100 Folgen gegen diese Talkshow zu Ende, weil wir es irgendwie nicht so richtig geschafft haben, nach diesem schweren Thema Corona irgendwie wieder in leichte Themen zu finden. Es gab keine leichten Themen, weil das Leben so schwer war. Es gab viel mehr Moll als Dur. Menschen waren deprimiert, weil sie nicht vor die Tür gehen konnten, weil sie sich mit maximal einer Kontaktperson verabreden konnten. Das war eine sehr schwierige Zeit und über die sind wir leider nicht gekommen. Aber wir haben ganz viel Freude dran gehabt und wir haben uns danach tief in die Augen geguckt und haben gesagt, wir haben alles versucht richtig zu machen. Es war die falsche Zeit. Und ja, wie gesagt, ich habe es sehr, sehr gern gemacht und dass ich es im Radio regelmäßig auf tollem Niveau machen darf, macht mich echt sehr stolz und sehr glücklich. Ich hoffe, dass ich dich bald wieder im Fernsehen sehen werde. Auf jeden Fall kann ich dich im Radio ja hören und vor allem jetzt auch viel über dich lesen. Das Buch ist draußen. Es gibt es auch als Hörbuch. Es heißt Alles gut, das meiste schon, meine Eltern, diese gemeine Krankheit und ich. Erschien im Kiepenheuer und Witsch Verlag. Und ich freue mich, dass er da war. Marco Schreil in der Web-Talkshow. Vielen Dank für deine Zeit. Das war ein schönes, schnelles Gespräch. Nico, herzlichen Dank. Alles Gute und liebe Grüße. Dankeschön. Moment. Du hast jetzt noch eine wundervolle Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, mich hat das bei DSDS so angenervt, dass der Marco da 16 Jahre gebraucht hat, das Talent, eine Spannung so aufzubauen, dass am nächsten Tag sich Leute positiv darüber aufregen, ist wirklich genau das unfassbares Talent. Und deswegen ist und bleibt er für mich einer der besten Moderatoren im deutschen Fernsehen. So, wir sehen uns wieder zur nächsten Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutier und jetzt die heutigen Abschlussworte von Marco Schreil. Bis dann. Das ist gar nicht so einfach, Nico, sich so schnell tiefgründige Sätze einfallen zu lassen. Aber was mir gerade sehr auf dem Herzen liegt, ist vor allem im Schreibprozess zur Entstehung meines Buchs, ist versucht, aufeinander zuzugehen. Versucht, zu verzeihen, statt eigene Ideen und Vorstellungen durchzudrücken. Versucht, die Sonne zu sehen, statt den grauen Himmel. Versucht, euch zu umarmen, statt euch umzudrehen und wegzugehen. Und versucht, das Leben so zu genießen, dass es wirklich, das ist ein blöder Kalenderspruch, aber dass es wirklich morgen zu Ende sein könnte und ihr das getan habt, was ihr tun wolltet. Und in diesem Sinne, ein schönes Leben, jedem, der zugeguckt hat und jeder, die zugeguckt hat. Und wenn wir uns auf der Straße sehen, lasst uns Hallo sagen und nicht sagen, na, alles gut. Dann würde ich nämlich sagen, das weißt du schon. Sagt Hallo, sagt, was machen die Kinder, wie geht's den Eltern, hattest du ein schönes Wochenende, dann kommen wir ins Gespräch. Dankeschön.